Na, herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter mit einer neuen Folge Resident Evil 8 Village. Megamäßig, dass ihr wieder mit mir am Start seid. Ja, da waren wir drin in der letzten Folge und haben die Dimitrescu auseinandergenommen. Nun müssen wir weiter. Wir suchen Rose immer noch. Und ich bin mehr als gespannt, was hier auf uns zukommt. Denn die letzte Location, machen wir uns nichts vor, das Schloss war schon der Hammer. Ich hoffe, die nächsten Locations werden dementsprechend auch gut sein. Fische, die kann ich hundertprozentig weghauen. Njam, 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 njam. Bleibst du stehen? Ich bin nicht der beste Angler, was? Aha. Fisch. Lecker, lecker. Wir geben Heilung mit Sicherheit. Komm schon. Kann doch nicht so schwierig sein. Danke. Gut. Hier ist alles blö. Blö ist gut. Hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Alter, das ist doch die Hexe. Aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht ersehnen wir das erlösende Licht. Im Leben wie im Tod preisen wir Mutter Miranda. Hey, erkennen Sie mich? Ich bin in dem Schloss fast verreckt. Bitte, sagen Sie mir, was hier los ist. Kann denn ein Mensch nur fast sterben? Ich habe keine Antwort darauf. Kommen Sie schon. Und keine Spur von Rose. Wo hat Miranda sie hingebracht? Du kommst zu spät. Oder nur fast zu spät. Das Kind wird geopfert. Leben für Leben. Was für ein Bullshit ist das denn? Sie ist noch ein Baby. Die Siegel der vier Kinder mögen dir den Weg eröffnen. Bitte, ich brauche keine Rätsel. Ich will nur meine Tochter. Es ist nur ein Rätsel, wenn du die Antwort nicht kennst. Moment mal. Das kenne ich doch. Hey, warten Sie! Ich frage mich, welche Rolle diese Alte hier spielt in diesem ganzen Szenario. Wird da irgendwie nicht richtig schlau raus. Was haben wir hier? Das sind die vier Kinder. Okay, Haus Dimitrescu. Das Siegel ist auch auf dem komischen Flakon drauf. Haus Beneviento. Haus Heisenberg. Und Haus Moreau. Das ist doch Umbrella. So sicher wie das Amen in der Kirche. Ja, definitiv. Also ein Satz, den sie gerade gesagt hat, der geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Wir haben ja gesagt, wir sind fast verreckt. Und sie sagte gerade, kann denn ein Mensch nur fast verrecken? Sie weiß es nicht. Aber ganz im Ernst, wir haben so viel schon weggesteckt. Alleine den Turm, wo wir runtergefallen sind, ne? Ich meine, ja, wir haben ja durch den Schimmel in Teil 7 schon erhöhte Regenerationsfähigkeiten. Ich weiß ja nicht, ob das immer noch so ist. Aber ey, ganz ehrlich, Hand abgeschnitten, wir haben einiges weggesteckt. Also so langsam komme ich hier ins Grübeln, ob das alles wirklich so ist, wie wir eigentlich vermuten. Nun gut. Wir werden es rausfinden, wenn wir weiterspielen, richtig? Richtig. Was haben wir hier drin? Einen Schlüssel. Den geflügelten Schlüssel. Schauen wir rein. Gucken uns ja alles an. Ein Rabe. Eingeklemmt in zwei, ja, Baumrindenscheiben. Gut. Lange gequatscht, philosophiert. Hier ist nichts mehr. Wie sieht die Munition aus? Tja.
komplett abgebrannt, alles blau, dann weiter geht's. Tschö mit Ö. Blö. Ich liebe es, wenn es auf der Karte blau ist. Mit den Hebeln habe ich miese Erfahrungen gemacht. Ein Rabe. Ja, den holen wir uns. Definitiv. Noch ein Rabe. Auch den holen wir uns. Da opfere ich zwei Schuss. Der Zeremonienplatz, Kollege Schnürschuh. Gut, ich höre nochmal Raben. Wo sind Raben? Hier. Fliegen die normalerweise weg? Bist du auch ein Rabe? Nee. Halt. Oh, ich dachte, das wäre auch einer. Okay, was haben wir hier? Ja, das sind wohl die vier, ne? Das ist der Altar. Kann ich da irgendwas... Das Glasgefäß? Ne. Ja, ist definitiv Umbrella. Hundertprozentig. Wir laden durch. Kann ich die treffen? Ich glaube nicht. Ist nämlich ein Erfolg, fliegende Raben abzuballern. Das haben wir hier vorne. Ich glaube, ich habe noch nicht einen einzigen. Der fliegt zumindest. Die Kiste, die nehmen wir definitiv mit. Scharfschützenmuniz. Zion. Schwören können, ich habe was gehört. Nice. Okay. Da sitzen noch zwei da oben, habe ich gerade gesehen. Einmal da. Und da. Okidoki, legen wir los, oder? Oh, der Freak, der wartet da unten. Dankeschön. Das ist aber sehr lieb von dir. Kommt er? Er küt. Ich nehme mal die Pistole. Du Freak. Ist er tot? Ja, weil er nichts hinterlassen hat. So liebe ich das. Ja, Shotgun-Munition. Echt am Arsch hängt der Hammer. Nichts mehr da. Hier. Komme ich doch irgendwie rüber. Gib mir mal lieber das Baby. Wir haben nicht so viel Munition. Das ist echt ein bisschen mies. Und den nehme ich auch mit. Pilgerfahrt. Da wollen wir mal gleich lang pilgern. Erstmal gucken, ob wir hier was machen können. Ah, ein Zieglein. Komm mal ran. Ping. Ist irgendwo ein Schatz? Nope. Also wenn ich so ein Entwickler wäre...
Ich wäre ja so ein richtig fieses Arschloch. Ich würde die Dinger ja überall da verstecken, wo die garantiert keiner findet. Ich sollte mal aufstehen, ne? Vielleicht wird das dann ein bisschen schneller. Joa, hier fehlt noch was Cooles. Zugbrücke. Da brauchen wir wohl eine Kurbel. Dann komme ich hier zum Boot. Ja. Eine Kurbel habe ich noch nicht. Mit Vorsicht genießen. Ich überlege, Munition zu craften. Ich schau mal kurz rein. Hier, Schrotgewehrmunition. Die kleine Chemikalie, ne? Oder was heißt kleine Flasche soll sie heißen? Flasche Chemikalie, da kriegt man nicht so viel von. Und für drei. Komm, ich nehm's einfach mal mit. Da durch das Ding. Ich fühle mich einfach sicherer, wenn ich ein paar mehr Schuss hier in der Knarre habe. Ah. Wo bist du? Eat this, motherfucker! Alles klar, alles klar. Das war ein sauberer Heady. Immer Rücken an der Wand. Metallreste. Hängt hier irgendwas an der Decke? Was sagt denn meine Karte? Irgendwo im Nirgendwo. No. Hier irgendwas noch. Hier war ich drin. Dann müssen wir nur hier rein. Ach, da ist gar keine Tür. Ach, hier ist die. Wo einer ist, ist der zweite nicht weit. Nein? Cool, was haben wir denn hier? Irgendwas Gutes? Eine Schatulle. Tja. Die ich nicht öffnen kann. Schmiedeeiserner Schlüssel? Was sagt denn die Karte? Gar nichts, wird mir gar nicht angezeigt. Der? Hab ich noch einen Schlüssel? Nee. Tja. Müssen wir uns merken, hier auf dem Pilgerpfad ist eine Kiste, wo ich noch nicht drankomme. Die wird nicht markiert, dann scheint das was Wichtiges zu sein. Naja. Krähen. Wow. Alter. Da bist du. Hab mir gedacht, Boy, dass du hier auftauchen würdest. Das war alles umsonst. Ach ja? Dabei hast du doch etwas Wertvolles gefunden. Ah, ich weiß ja nicht. Nun ja, du hältst quasi deine Tochter in den Händen. Was soll das heißen? Sieh genau hin. What?
Dieses Gefäß scheint ihren Kopf zu enthalten. Nein. Rose ist... Ich will es nicht hören! Das... Nein, unmöglich! Das kann nicht sein! Der Geist deiner Tochter ist noch intakt. Ihre Kräfte sind wirklich einzigartig. Wer würde sowas tun? Du kannst sie immer noch retten. Retten? Wie denn? Sind sie verrückt? Im westlichen Teil des Dorfs ist ein Haus mit einem roten Schornstein. Geh zu dem Mann, der dort lebt. Danach können wir unser Gespräch fortsetzen. Kommen Sie schon. Halten Sie mich nicht zum Narren. Du brauchst mir nicht zu glauben. Aber hast du eine andere Wahl? Entscheide du. Der Kunde ist schließlich König. Nicht wahr? Ich schwöre, wenn Sie mich verarschen... Verdammter Witzbold. Guckt euch mal den Bauch an. Aber nicht ablenken lassen. Mal ganz ehrlich, was ist das denn für eine Scheiße? Mal ganz abgesehen davon, dass der Kopf meiner Rose so groß war, dass er niemals an dieses Glasgefäß passt. Aber... what? Duke hat gesagt, sie ist ultramächtig und der Geist ist noch intakt. Ich meine, das würde eventuell auch erklären, unsere Regenerationsfähigkeit, aber wir und Mia zusammen, ein Kind, Superschimmel oder... what? Wie jetzt? Und dann finde ich die und kann die wieder einfach zusammensetzen, schütt ein bisschen Old Spice drüber und dann ist die Sache erledigt, oder was? Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt, muss ich ganz... also ganz ehrlich. Pff, ich weiß jetzt, was soll ich davon halten? Unglaublich. Komm, wir kaufen ein. Sieh dich in aller Ruhe um. Diese Fettschürze. Wahnsinn. Verkaufen. Kristalline Lady. Ja. Das ist die Lady Dimitrescu. 25.000 Mücken. Den Fisch verkaufen wir noch nicht. Ja. Haben wir ja nicht so viel, ne? Das war's? Oh, Lady Dimitrescu. Reizend selbst im Tod. Diese Kurven. Alright. Feuerkraft 10.000. Feuerkraft. Aber auf wie viel macht er dann, wenn ich da jetzt... ach da, 720. Ist mir da 10.000 Mücken wert, ne? 10.000 Mücken. Ich meine, pro Schuss sind 1.000 Tacken. Boah, da müsste ich 10 Schuss sparen. Und ich glaube, wir werden noch eine bessere bekommen, aber ich weiß nicht wann. Komm, egal. Ich nehm's Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Ich nehme es einfach mit. Ich nehme es einfach mit. Hier investiere ich definitiv nichts. Ich habe gerade aufgestockt. Wow, neuer Koffer. Herzlichen da liege ich gar nicht lange. Damit Bombe geht dir wirklich auch mit. Gar nichts mehr. Ach, jemine. Langdistanz-Zielfernrohr. 15.000 Mücken. Könnte ich mir gönnen. Aber ganz ehrlich. Ich weiß ja noch nicht mal, ob das das letzte Scharfschützengewehr ist. Nee, ich warte einfach nochmal. Was sagt die Pumpgun? Bis nächstes Mal. 4 Schuss. Ich habe damit dem Gedanken gespielt, die Magazinerweiterung mitzunehmen. Aber drauf geschissen. Guck mal, was ist hier? Passt nicht. Okay, hier sind 4 Flügel, wir haben nur 2, ne? Deswegen passt es nicht. Hässlicher Embryo. Ich mache es einfach mal, damit wir die hier markiert bekommen. Auf der Karte. Besser ist das. Jetzt sind wir kurz zum Speicherpunkt, dann gehen wir weiter. Prima.
Diese Raben, man hört sie überall, aber man sieht sie einfach nicht. Okay, wo bin ich jetzt? Hier laden wir es mal durch. Der Dorfplatz sieht so aus, als wären wir wieder zurück im Dorf. Yo! Yo, yo, yo! Keine Überraschungsgäste? Roter Schornstein. Das wird wohl der hier sein, ne? Naja, klar. War ja klar. Dann gehen wir mal... Ach, hier kommen wir wieder durch. Ist ja cool. Dann gehen wir mal schauen. Hier können wir auch gleich reingehen. Ach, war ja klar. So, hier haben wir noch die Schublade. Ich habe, glaube ich, einen Dietrich dabei. Wo ist sie? Da. Komm zu Daddy. Oh, yes. Fucking nochmal, yes. Immer noch rot. Hier hinter? Nope. Jetzt aber. Yep. Ja, nun gut. Wie kommen wir jetzt in das Haus rein? Lass mich raten, wir müssen einen verdammt langen Umweg machen. War die Tür nicht vorher zu? Ich glaube ja. Aber wir gehen nochmal hier oben an die Kirche. Ach, shit! Ich habe die gar nicht gesehen. Wo ist, wo? Rabe? Was ist das denn? Ey, ein blauer Vogel. Kann ich ihn abknallen? Ich kann. Tut mir leid, mein Freund. Saftiges Geflügel. Mmh. Njam, njam. Komm, wenn ich jetzt hier bin, dann schaue ich jetzt hier noch mal kurz nach. Verdammt, ich hatte gar nicht auf die... Ich habe die Vögel gar nicht gesehen. Hätte ich mit einer Granate doch so wegholen können. Die hätte ich sogar noch dabei gehabt. So im Durchschnitt. 400 Mücken. Das hätte sich gelohnt, glaube ich. Obwohl, ich weiß nicht, was kostet eine Rohrbombe beim Duke? 2000? Wäre ein schlechtes Geschäft gewesen, ne? Aber die Fische, die holen wir uns. Komm her. Geht das wieder los? Yes! Petri heil! Petri Dank! Ich bin der schlechteste Fischer aller Zeiten! Oh, ich nehme alles zurück. Direkt getroffen. Hier war ein Dritter. Put, 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 put. Regenbogenforelle! Kann doch nicht so schwierig sein. Ich will dafür jetzt keine Pistolenmunition verwenden. Das gibt's doch nicht. Du kannst auch unnötig kompliziert machen. Halt doch still. Ja, jetzt aber. Der ist unzerstörbar. Doch nicht. Ich dachte schon. Er wollte abgeschlachtet werden. Das war sein Plan. What? Jetzt werden mir sogar die Tiere angezeigt. Wurde in der Höhle aber nicht, wo ich die Fische gekillt habe. Oh nein, ich höre sie.
Rohrbombe oder ein sauberer Headshot? Ein sauberer Headshot, ne? Ich liebe dieses Gewehr. Ohne Scheiß. Aber ich muss mit der Munition sparsam sein. Dich haben sie gemampft? Guck mal, die ist tätowiert. Nee, gar nicht. Ist Dreck. Ich dachte, die ist fett tätowiert. So, haben wir das doch. Ach, eine Kirche. Da können wir auch nochmal gucken. Obwohl, da haben wir ja eigentlich alles, aber naja, schadet ja nicht, ne? Und hier, den haben wir ja, den Schmiedeeisernen. Da gehen wir direkt hin. Nehmen wir mit, wo wir gerade da sind. Ihr kennt mich, ich nehme alles mit. Können wir speichern. What? Der war aber vorher nicht da. Da sind sie. Was ist das hier für ein Gobbel, ne? Datum 9.2.2021. Protokolliert von NH. Wer ist NH? Keine Ahnung. L35. Ankunft. Keine Anzeichen von EWRW. Ethan und Rose. So viel ist sicher. Dorf infiltriert. Begegnung mit mehreren Biowaffen. Hinweis auf EW gefunden. Aufenthalt von RW unbekannt. Na ja gut, ich habe einen Teil von ihr dabei. 13.10. Basis in Kirche eingerichtet. Alright, die haben wir gefunden. Weiteres Vorgehen. LBTD K9. Durchsuchung des Labors. NH UE Analyse der Pilzproben. Alpha Infiltration der Fabrik. Also das sind Abkürzungen für Namen, da bin ich mir sehr sicher. K9 könnte ein Hund sein. Und Alpha. Alpha. Keine Ahnung, ich vermute ja immer noch, dass das Chris ist, Chris Redfield. Ich glaube nicht, dass er böse ist. Das habe ich ja von Anfang an gesagt. Wir speichern. Ich fühle mich sicher, wenn ich speichere. Oh, no way. No way. Wartet mal. Ich meine, warum sind die da? Wir waren ja schon hier. Aber wir haben eh noch nichts für den Brunnen, ne? Von daher glaube ich, macht es Sinn, wenn wir später wieder kommen, wenn wir was gefunden haben, um an den Brunnen zu kommen. Sonst laufen wir 20 Mal den Weg. Aber wir wollten sowieso ja hier oben hin. Ich höre eine Ziege. Kraut? Yes! Ah, da bist du ja. Danke. Perfekt. Auge fürs Detail. Alter, was ist das denn für ein Vieh? Alter, das ist ein großer. Yes! Ein Hühnchen. Komm her, ich stehe auf Chicken. Komm. Pack! Es tut mir leid, mein kleines Hühnchen. Flintmond, ich höre noch einen Huhn. Da. Du entkommst mir nicht. Zack. Danke. Das sieht doch ganz ordentlich aus. Das war's. Wo müssen wir jetzt hin? Hier gehen wir dann später hin, wenn wir was für die Brunnen haben. Dann bleibt uns ja eigentlich nur noch ein Weg. Hier hin.
Ja. Wir haben nur diesen einen Weg. Fakt ist, wir sind nicht alleine. Wir haben ja gerade schon zwei Lycans weggehauen. Dementsprechend bin ich mir sicher, dass hier noch mehrere kommen. Hä, waren wir da schon drin? Da funkelt mich was an. Hier waren wir definitiv noch nicht drin. Flasche mit Chemikalie. Hier unten rostige Reste. Schießpulver. Ein Teddy? Teddy. Ach, das ist ein Schatz? Was ein hässlicher Teddy. Die Augen da irgendwie drauf gedrückt, da kann man doch mit Sicherheit da suchen. Da finde ich doch bestimmt was drin. Ne. Echt? Einfach nur so ein Teddy? Ein leicht verschmutzter Teddybär. Ja, Duke kauft alles. Oh, yes. Hier kriege ich richtig was. Werde ich richtig verwöhnt. Wow. Alles blau. Wertvoll. Geil. Dann wieder raus. Ah, ihr Brunnen, leider noch nicht. Ich weiß zwar noch nicht, wenn wir hier lang gehen, wie wir da hinkommen sollen, aber wird schon passen, irgendwie. Jetzt gehe ich auch überall rein. Kann ich hier vorne noch was finden? Was zur Hölle? Ach, das sind die Ziegen. Ich höre schon wieder was. Hier werden also die Ziegen hergestellt. Hm, ist ja interessant. Abballern? Nope. Nein. Nun gut, wir müssen ins Häuschen. Wir haben gar keine andere Wahl. Trotzdem überall reingeguckt. So, Kollegen. Papa ist zu Hause. Ach, shit. Ich habe aus dem Haus mit dem Schornstein einen Schrei gehört. Na klar, da sind wir auch hin auf Weg. Ich wollte nachsehen, aber der Weg ist verschüttet, also muss ich wohl den langen Weg außenrum nehmen. Wer hätte gedacht, dass das Loch in der Rückwand des Stalls mal nützlich wäre? Ah, okay. Wenn ich bis zum Morgen nicht zurück bin, geh schon mal allein zu Luisa. Vater. Pistolen, Munition. Ich liebe es. Ja, wir brauchen noch den Dietrich. Ein Webstuhl. Nichts für schwache Nerven. Und Mizis. Absolut nichts für schwache Nerven. Fick dich doch. Jedes Mal kriegen die mich mit sowas. Geschnitztes Tier. Rot ist klar, wegen der Schublade. Geschnitztes Tier.
denke, wenn das mal fertig ist, sollte das eine Ziege werden, richtig? Mal wieder zu ruhig. Rostige Teile. Keine Munition. Damit hätten wir die Abkürzung dementsprechend geöffnet. Ich höre ihn doch. In your fucking Fresse. Ein Schuss von dem Baby und die werden direkt weggefegt. Wir müssen damit aufpassen. Wir haben einfach nur wenig Munition. Okay, Junge. Für dich war's das. Wo sind wir jetzt überhaupt? Ach so. Hier sind wir doch angekommen. Na klar. Natürlich. Ja, ja, hier ist das kleine Äffchen. Da der Embryo, aber der ist neu. Okay, mein Junge, du hast es nicht geschafft. Da brauchen wir irgendwas, um den hochzuheben. Oder wegzuziehen. Ich gehe mal davon aus, hochzuheben ist ja ein Wagenheber, ne? Gut. Weiter im Text. Was ist hier? Wo? Guck mal, da sind Hühnchen. Ach, das ist die andere Seite. Wo wir halt gerade umgedreht sind. Da kommen wir rein, so wie es aussieht jetzt. Aber hier im Schuppen, da konnten wir doch irgendwas runterschießen. Da war doch ein Käfig oder so. Ja, ich erinnere mich. Oh, yes. Und ein Dietrich. Aber wir haben keinen Dietrich, ne? Nein, immer noch nicht. Irgendwas für die Brunnen haben wir auch noch nicht. Ich habe doch schon wieder was gurgeln gehört. Pistolenmunition, die nehmen wir gerne. Komische Zahlen an komischen Orten. Was ist das denn? Sieht irgendwie aus, als wäre da eine Maschine an irgendeinen Typen geschnallt. Ja, geil. Sieh aus dem Fenster. Ja, sicher. Na klar. Was ist hier für eine Scheiße gelaufen, ey? Ah, ich verstehe. Da die Zahlen, ne? Wow!
fuck! Hab ich nicht aufgepasst, du blöder Penner! Hat er mich doch noch angefingert. So, was war jetzt hier? 07, 04, 08. Andere Richtung. Oh, das geht aber langsam. 07 0 04 08. Yes, eine neue Knarre. Das wurde aber auch Zeit, Leute. Und siehe da, der Wagenheber. Oder die Kurbel dafür. Jetzt ballern wir erst die leer. Die andere wird definitiv stärker sein. Jetzt ist alles blau. Gucken wir einfach mal. Kann ich das sehen? Mal drauf gehen, untersuchen wahrscheinlich, ne? 140 plus 30. Oder sind es jetzt 140? Hab ich jetzt 170 oder 140? Tja, gute Frage, ne? Die habe ich allein schon 160. Ja, das ist jetzt wirklich eine gute Frage, oder? So Leute, für heute war es das. In der nächsten Folge machen wir direkt hier weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, mir eine Bewertung da lasst. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Schluss und aus, ich verflüssige mich und bin raus.